Howdy, Freunde. Mein Name ist Billy Joe Bob. Geschichten erzählen, das ist mein Job. Also hier ist eine Story, darum hört gut zu, von zwei good old boys, so wie ich und du. Die zwei Freunde, nennen wir sie mal Slim und Frank, überfielen gemeinsam die Last National Bank. Verteilten die Beute, wie das Freunde so tun, dann später am Abend im Dead Man's Saloon. Na Partner, jetzt haben wir es erst gesagt. Ich kaufe mir gleich mein eigenes Motorrad. Eigentlich sollten sie nun in den endlosen Weiten der Prärie in den Sonnenuntergang reiten. Doch da fiel ihnen das Rasseweib beim Tresen auf und das Unglück nahm unverzüglich seinen Lauf. Das in dieser Welt nun mal jeden ereilt, der nicht Geld und Frauen 50-50 teilt. Beide wollten sie für sich. Und das war schlimm. Denn die einstigen Freunde Frank und Slim wurden zu Rivalen um die Gunst der Frau mit dem hirnvernebelten Körperbau. Sie schäkerte mit beiden. Und mit der Zeit kam es zwischen den Männern zum ernsthaften Streit um das Weiderecht an dieser Augenweide. Diese Kleine ist nicht groß genug für uns beide. Sie gehört allein mir. Sie leidet, Penner. Das regeln wir draußen, wie richtige Männer. Ich brauche eine größere Waffe, du Wichser! Was soll ich zum Teufel mit einem Mixer? Pass das nächste Mal auf, verdammter Mist! Tau in die Mixer! Die Mana Basala! Aber wie immer, wenn zwei sich um Kohle, Pferde, Land oder Frauen stritten, lachten am Ende natürlich die Dritten. Oder die Dritte in diesem Fall. Deshalb heißt das Sprichwort überall, Lügen haben schöne Beine. Und manchmal haben sie auch meine.